Gastgeber hier von diesem wunderbaren Abend, von diesem tollen Lokal. Ja, die Weihnachtsstimmung, wenn man sich so umschaut, ist schon ganz groß. Absolut, sie ist da und wir haben den ganzen Dezember unterschiedliches Weihnachtsprogramm. Heute im Baby It's Cold Outside mit Anita Eberwein, aber es geht praktisch Schlag auf Schlag bis zu Weihnachten. Da sieht man, dass die Menschen ein bisschen ausgehungert sind, weil die 2 Jahre, das ist nicht nur der Gastronomie, nicht nur dem Event Betrieben abgegangen, nämlich auch den Gästen, würde ich sagen. Na absolut, man spürt das auch. Gestern hatten wir eine fantastische Show, So Lost of Music, wo 3 fantastische Power-Sängerinnen waren und danach war Tanzparty und das ganze Theater war voll mit 200 Menschen, die nichts lieber taten als tanzen und wirklich ihre Energie rauszulassen. Und das setzt sich auch fort in den diversen Weihnachtsprogrammen. Auch in der Vergangenheit hatten wir Dinner-Shows schon, auch mit Dinner Before Christmas, wo auch super Stimmung war, wo die Leute hungern nach Unterhaltung. Aber was ich schon bemerke, dass die Leute hungern nach Unterhaltung, wo sie happy rausgehen, also wo sie belustigt werden, wo sie unterhalten werden und nicht, wo sie belehrt werden. Ja? Also was nicht ankommt und was die Leute, also das spüre ich halt, was sie nicht wollen, ist, dass sie belehrt werden, dass sie unangenehm berührt werden, irgendwas Unangenehmes, Grausiges. Also das wollen sie nicht, sie wollen gute, nette Unterhaltung haben. Und das ist das, was wir mit Dobona bieten wollen. Absolut. Und mancher Tanne ahnt, wie beide sie fromm und lichterheilig wird und lauscht hinaus. Den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin, bereit. Und ich glaube, das kann man sagen, ist auch also ein Geheimrezept, einfach diese Kulinarik mit Kultur zu mischen. Ich weiß nicht, ob es ein Geheimrezept ist. Ich habe mir gedacht, ich möchte das machen. Ich habe das gespürt für mich. Ich würde mir sowas wünschen, dass ich sowas habe. Und hier bekam ich die Gelegenheit, das zu machen. Und nachdem es jetzt mein Theater ist, habe ich gesagt, wir setzen das um, ein fantastisches Gastronomie-Team. Ich habe immer fantastische Künstler hier. Und diese Kombination macht es einfach aus. Und ich spüre das auch. Menschen, die das erste Mal hier sind, sind begeistert, weil sie sagen, sowas gibt es in Wien nicht. Und das gibt mir recht, oder sagen wir, das stimmt meinem Gespür zu. Und ich merke es auch, dass Leute immer wieder kommen. Wir haben so einen Stammgäste aufgebaut, obwohl wir erst seit knapp 2 Jahren mit Unterbrechungen, mit Corona halt hier agieren. Aber das ist schön und das gibt Auftritt und tut sehr gut. Also das sind die 2 Punkte und für mich ist der 3. Punkt einfach diese Location. Die hat eine derartige, angenehme, warme Atmosphäre und ich glaube, das macht auch viel aus. Das macht viel aus. Wir haben auch versucht, das Interieur etwas ein bisschen zu verändern, auch mit Dekoration zu arbeiten. Auch Licht- und Tontechnik ist komplett erneuert worden, um hier auch eine ganz neue Stimmung auch zu machen. Die LED-Wand ist neu, wo man auch Stimmung erzeugen kann und Atmosphäre schaffen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Leute wollen. Atmosphäre haben, sie wollen sich wohlfühlen und sie gehen auch wirklich, und das ist das Schöne, sie gehen zufrieden nach Hause. Und das ist eigentlich das Ziel und das möchte ich in meiner Rolle als Gastgeber machen. Das gelingt, wie man sieht. Und wir können nur sagen, wer das Winterbona nicht kennt, ewig schade. Auf jeden Fall, man kann es anschauen, man soll es anschauen und einfach genießen. Das wäre schön und wir haben zum Beispiel ab 9. Jänner unsere neue Eigenproduktion Hedwig and the Angry Inch, ein Musical, was am Broadway erfolgreich gelaufen ist mit Drew Sarich und Anne Mandrella und die Proben haben schon gestartet und das ist schon ganz fantastisch zu sehen, wie sie arbeiten mit dem Werner Sobotka als Regisseur und ab 9. Jänner hier in Windobana und bis dahin haben wir Dinner Before Christmas. Wunderbar, also besser kann man das neue Jahr gar nicht beginnen. Genau, so ist es. Dankeschön. Ebenfalls, Dankeschön. Happy, I'm free, I'm so
eine außergewöhnliche Location und ein außergewöhnliches Weihnachtsprogramm. Das war wirklich fantastisch. Wie fühlt man sich, wenn man wieder nach so langer Zeit so auf der Bühne stehen kann, vor allem nach langer Zeit ein Weihnachtsprogramm spielen kann? Das stimmt. Also es fühlt sich super toll an, weil natürlich jedes Programm braucht das Publikum und es ist immer schön, Reaktionen zu sehen. Wir haben auch über die Jahre jetzt das ein bisschen abgeändert und ein bisschen was Neues hineingenommen. Und es ist schon einfach ganz speziell, wenn das Publikum da ist und wenn man merkt, wie die Leute reagieren oder wie sie das auch aufnehmen, ja, was man sich quasi überlegt hat. Diese Location da, die hat schon etwas, oder? Ja, und zwar also diese Kombination zwischen Gediegenheit, auch Seriosität vom Technikteam, von der Gastronomie und so weiter. Aber es ist nicht überkantitelt. Ja, es ist eigentlich wie ein großes Wohnzimmer. Und das ist da fühlen wir uns auf der Bühne, ganz ein tolles Gefühl auf der Bühne, weil wir uns aufgehoben fühlen und es ist ja eigentlich, wie wenn wir schon länger da wären. Ja. Und auch unten. Also ich glaube, dass diese Beziehung Publikum und Bühne hier besonders gut klappt. Mit dem Rattenschwanz. Und seit ich im Wechsel bin, wird es ja nicht besser. Da werden nur meine Haartypen bei mir, sonst nichts. Der Hüften wird breiter. Nur die Haare. Ja. Anita, singen wir jetzt was oder willst du noch was dazu? Es ist jetzt nicht sehr schmeichelhaft alles, ja? Die Haare, die Hüften, das Alter. Also ich glaube, das Beste, was wir zwei miteinander können, ist vielleicht wirklich singen. Na, ja. Singen wir was. Ich habe den fälschenden Pianisten. Jetzt ist es ein, wie gesagt, außergewöhnliches Programm. Wie lange braucht man, dass man so ein Programm auf die Beine stellt? Also ich finde, dass die Programme immer irgendwie wachsen, auch mit der Zeit. Ja, man hat oft ein Grundkonzept und dann, wenn man es einmal gespielt hat, spürt man, ist es sehr rund für einen oder möchte man noch das eine oder andere quasi austauschen. Also ich würde sagen, es braucht schon einige Zeit, weil so die Zeit, die man am meisten braucht, ist die Recherche. Also das würde ich einmal sagen. Das ist bei allen Programmen so. Bei den thematischen Programmen, die wir so spielen, über die Liebe oder das Weihnachtsprogramm jetzt auch, das ja eher lustig sein soll, ist es vielleicht etwas kürzer als wie bei den Deutschland Steven zum Beispiel, wo wir Autobiografien haben oder auch bei der Dalida jetzt. Ja. Da muss man schon, also das geht über Wochen, über Monate, an Lesen, Zusammentragen, sich Sachen anschauen, sondieren, was man da hineinnimmt. Ja. Ich würde fast sagen, halbes Jahr bis Jahr bei diesen Biografien, bei einem Weihnachtsprogramm ist es ein bisschen kürzer natürlich, weil das ist jetzt nicht hochtrabend. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich lese wahnsinnig viel. Man will ja auch den Leuten was anderes bieten, nicht das, was man eh schon kennt. Ja. Ich versuche immer noch einmal einen neuen Text zu finden oder wir haben auch da jetzt Sachen neu geschrieben, selber geschrieben. Das sind dann Sachen, die Leute vielleicht ein bisschen überraschen, weil um nicht quasi, dass wenn man in einen Weihnachtsabend geht, nicht überall die gleichen Lieder gesungen werden, nicht überall die gleichen Texte zu hören sind. Ja. Also ich würde sagen, das Zusammentragen braucht schon seine Zeit, aber die Recherche ist sicher das Längste. Das ist hier aber treffend gelungen. Es ist nicht so ein wie man es kennt, so diese Weihnachtsprogramme, wo es runtergebetet werden. Also, und ich glaube, der Vorteil ist, man muss sich beim Recherchieren nicht so in den Weihnachtsmann hineindenken, oder? Gut, in den Weihnachtsmann denke ich mich sowieso nicht hinein, weil bei mir kommt das Christkind. Okay. Aber die Schwierigkeit für mich persönlich als Musiker ist eher die, dass ich natürlich manche Nummern, nicht alle, aber manche Nummern über die Jahre schon in sehr, sehr vielen Versionen gespielt habe. Und mir ist aber ein Anliegen, Anita-like, also dass es immer aus einem Guss besteht, was wir gemeinsam machen. Und insofern ist das, kann man die Frage jetzt nach der Vorarbeit gar nicht so sagen, weil sie in Wahrheit Jahre gedauert hat. Ganz einfach das gegenseitige Kennenlernen, das Agieren und Reagieren auf der Bühne, was es ja dann auch teilweise ungewöhnlich macht, genau, einzigartig macht, weil es auch diese Konstellation kaum gibt, dass man
gibt und nimmt, dass das ein, durchaus auch ein musikalisches Ping-Pong ist. Ja, und das macht selbst sehr viel Spaß und ist auch unter uns gesagt jedes Mal anders, auch wenn man sich das Gleiche vornimmt. Vor allem, wenn man Energiebündel als Partnerin hat. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe schwer dagegen zu halten, ja, aber ja, das macht halt, es motiviert mich selbst auch. Ich habe wirklich Freude daran, da vom ersten Ton weg durchaus was Außergewöhnliches zu machen. Am liebsten gar keine, die Verwandtschaft gegen Russland. Da spielt ihr immer ganz laut Driving Home for Christmas. Wir freuen uns hier am Haus, ja, spielen wir im Februar, ich glaube am 18. oder 19. ist der Sonntag, eine 18 Uhr Vorstellung, das ist in der Woche vom Valentinstag, der 19. Ja, ich habe Chanson d'Amour, das haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt, in einer wunderbaren Besetzung mit Geige, Akkordeon und der Fritz am Klavier, da geht es um die Liebe, die Lust, die Leidenschaft. In allen Facetten, also von den ersten Schmetterlingen bis hin zum Betrug und bis zum, na, Mord würde ich jetzt nicht sagen, na ja, aber na ja. knapp davor Blutrünse. Ja, also das ist so gespickt zum Thema Liebe, ein Abend. Und dann am 24. März, da freuen wir uns eben ganz besonders drauf, kommt die neue Biografie, der Dalida, das werden wir auch dann ein paar Mal hier auch spielen können jedes Monat. Und da haben wir auch eine wahnsinnig tolle Truppe zusammengetrommelt und eine kleine Band gegründet. Das wird mit dem Fritz als musikalischen Leiter stattfinden. Der Paul Hondl ist am Kontrabass, der Gerfried Keiner am Schlagzeug und der Paul Kropfitsch an der Geige. Und der Fritz ist eben am Keyboard. Und das ist eine wunderbare Konstellation. Wir hatten eine kleine Bandprobe schon. Und ich bin ganz, also ich muss ehrlich sagen, also ich bin ganz von den Socken, einmal so wirklich auch mit einer größeren Truppe spielen zu können. Es ist im Kleinen auch schön, man kann immer alles runterbrechen. Aber also diese Lebensgeschichte der Dalida erzählen zu dürfen, auch mit Originalausschnitten, sehr autobiografisch aufgearbeitet, musikalisch, das ist das nächste große Projekt, würde ich einmal sagen. Kann ich mir sehr interessant vorstellen, weil sie war auch eine interessante Person. Ja, ja. Naja, das zieht sich bei mir ganz gerne ein bisschen durch. Ja. Deutschland Steven, da ging es um die Knef, die Dietrich, die Leander. Dieses Thema der Frauen, der starken Frauen, das ist etwas, was mir ein Anliegen ist. Ja. Ich meine, ich habe auch nur Töchter. Ja. Ich versuche halt ihnen ein bisschen ein anderes Bild zu vermitteln und suche mir scheinbar instinktiv Frauen heraus, deren Biografie abweicht von anderen in einer anderen Zeit. Ja, die Dietrich in den 20er Jahren, die schon sehr stark und emanzipiert war, auch die Dalida in den 50er, 60er Jahren, also eine Wahnsinnskarriere hingelegt hat. Bei ihr ist es halt etwas dramatischer gelaufen, weil ihre Karriere war riesengroß weltweit. Ja, sie war eine der ersten Frauen, die 70 Millionen Tonträger verkauft hat. Aber privat hat sie nie ihr Glück gefunden. Und, wie so viele. Ja, weil ihre Karriere hat wirklich ihr ganzes Leben sie vereinnahmt. Ja. Und die vielen Schicksalsschläge mit ihren Ehemännern haben ja auch am Ende dann dazu geführt, dass sie sich schlussendlich selber das Leben genommen hat. Aber ihr Vermächtnis an Liedern, gell, wir haben also einen unfassbaren Pool geschöpft, ja, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen, die auch oft in den Nummern sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr persönlich von ihr einen Teil erzählen. Ja. Also mich hat es jetzt schon überzeugt.
Ja, ich hoffe. Das heißt, die Karten sind aber schon erhältlich? Es sind die Karten schon erhältlich und ich kann jeden nur dazu einladen, absolut, die besten Weihnachtsgeschenke, wie ich immer sage, oder jetzt vor Weihnachten, es ist leicht. Man kann das online bestellen, man kann sich das ausdrucken, man kann eine nette Karte dazu schreiben und man kann Zeit schenken und kann mit Freunden vielleicht einen netten Abend verbringen und tut sich was Gutes, tut vielleicht den Freunden was Gutes und natürlich tut man auch uns Künstlern und Künstlerinnen was Gutes. Was zeitnahes gibt es noch? Ja, gibt es bei mir auch, nämlich was sehr Interessantes. Ich gehe das erste Mal mit meiner Freundin auf die Bühne, die eine Opern- und Operettendiva ist. Okay. Nächsten Montag am 12.12. probieren wir gleich, also mehr oder weniger ungeprobt, wir schauen, was passiert. In der Staatsoper? In der Staatsoper, genau. Nein. Nämlich in einer sehr interessanten Location beim Lobmeier in der Salesianergasse. Das ist ein Geschäft, wo Luster um 34.000 Euro an der Decke hängen. Und dort machen wir das erste Mal einen Abend, durchaus auch mit Gästen. Und ihr Sohn kommt und spielt eine Nummer solo und so weiter. Weil das quasi eine Vorbereitung ist auf unser tatsächlich erstes Programm, das wir zu zweit machen. Da weiß ich jetzt leider Gottes nicht die genauen Daten. Das wird im Jänner im Leo, im letzten erfreulichen Operntheater sein. Mit dem Untertitel Grotrian steht am Abgrund und Fischer geht voraus. Also es wird eine sehr, ist übrigens ein Programm ab 18, also unter Jugendverbot. Es wird eine sehr interessante Angelegenheit. Das ist ja was, Kaiser. Ja. Noch einmal mich laut, ich will. Den Farbfilm vergessen, mein Michael, jetzt glaubt uns kein Mensch, wie schön er war. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele, alles klebt und laut und grün und später nicht mehr war. Eine außergewöhnliche Location, eine außergewöhnliche Show und jetzt sage ich es nochmal, absolut außergewöhnliche Künstler. Es war ein toller Abend. Eines habe ich gelernt. Ich werde, wenn ich Christbaum kaufe, nie nach dem Ständer fragen. Als Mann schon gar nicht. Nein, war sehr ungeschickt von mir. Das kann ich mir vorstellen. Aus dem Leben gegriffen sozusagen. Es ist schon ein schönes Gefühl, wieder auf der Bühne stehen zu können. Vor allem bei einer Weihnachtsshow, die haben wir jetzt wirklich 2 Jahre nicht gehabt. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr war Lockdown und vor 2 Jahren auch. Ja. 20er war Dezember Lockdown, Volksjahr auch, oder? Ja. Aber du konntest, glaube ich, ich war an einem Abend, bei uns war es zu und bei dir war es. Und dann haben sie aber danach wieder, wir haben immer noch so einen ganz kurzen Zeitfenster spielen dürfen. Ja, das Glück gehabt hast und dann war wieder Lockdown. Ich glaube, der vierte Lockdown war Ende November bis in den Dezember hinein. Und da kommt darauf an, wer gerade wann den Termin hat. Es sind ziemlich viele Sachen abgesagt worden. Das ist, wie fühlt man sich bei so einer Show? Das ist ja außergewöhnlich, ne? Ich habe es jetzt nicht gehört. Diese Show war ja absolut außergewöhnlich. Ja, und es ist einfach, die Location ist toll. Ja. Die Anita ist toll und wir kennen uns schon so lang. Und die Bühne ist echt fett. Schön, mit gell? Den Projektionen und so. Es ist einfach wirklich ein Genuss. Akustisch, optisch, zum Schauen. Also visuell, sagt man denn, visuell und akustisch. Einfach ein schönes Ambiente. Ja, und das Schöne war dabei, es ist nicht so dieses Standard-Weihnachtslieder gewesen, sondern es war so schön gemischt. Und hat sich was überlegt, ja nicht. Hat sich auch was überlegt. Ja, hallo. Was wir natürlich auch wissen wollen, wie geht es selbst bei Ihnen weiter? Der nächste Auftritt ist am Montag, 12. Dezember im Casanova mit meinem Weihnachtsprogramm. Und dann nächstes Jahr spiele ich mein aktuelles Kabarett weiter im Frühling. Und im Oktober habe ich dann auch eine neue Premiere wieder. Casanova, sind noch Karten frei, schätze ich mal? Ich weiß es nicht. Also ich sage jetzt nicht, ich hoffe, weil ich hoffe eben nicht. Ich keine Ahnung. Also wer es unbedingt sehen will, unbedingt. Kommen Sie ins Casanova und ich bin nächstes Jahr auch ganz oft im Casanova. Und wir im Vindobona. Genau. Ja, vielleicht auch im Vindobona. Ich würde urgern da spielen. Das ist so schön. Das ist ein schönes Haus. Ja. Absolut. Ja, es hat uns wirklich Spaß gemacht und es war wirklich Bauer pur, kann man sagen. Also und ja, bei der Gelegenheit gleich eine schöne Weihnachtszeit und dass die Künstler das nächste Jahr viel, viel Jobs kriegen. Dankeschön. Nein, es gibt keinen Lockdown mehr, aber wir hoffen, dass Leute kommen. Dass die Leute kommen. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.
noch einmal, es war wirklich eine tolle Veranstaltung, es war wirklich super und vor allem die Leute sollen auch wieder kommen, sollen sie trauen, es passiert gar nichts im Theater. Ich meine, es passiert viel im Theater, aber denen Leuten passiert. Im Theater passiert schon viel, aber je nachdem. Man also weiß nie, wo was eben, passiert. Du weißt ja nie. Ja, und soll ich mich jetzt ewig einsperren oder soll ich jetzt ewig soziale Kontakte meiden und einfach das tun, worauf man Spaß hat, ja, sowohl als Künstler als auch als Publikum. Ich sage, die gehen wir jetzt anschauen. Ja. Und ich glaube, unsere Situation ist ja den wenigsten bewusst, dass man wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Eigenkapital mal investiert und auf Einnahmenteilung immer spielt. Ich glaube, das Publikum denkt an das ja gar nicht so, dass das nicht so einfach ist. Ja, das Publikum sieht die Künstler 1,5-2 Stunden auf der Bühne und ja, sehen aber nicht, was rundherum passiert. Das ist ja auch nicht die Aufgabe vom Publikum, absolut, dass wir uns ja nicht über unsere finanzielle Dinge Sorgen machen müssen. Ja? Nein, im Gegenteil, bei uns, ich bemühe immer das Beispiel, wenn ich zum Automechaniker gehe, dann, ich habe ihm gesagt, das ist wie wenn ich zum Zahnarzt gehe. Ich weiß, es ist notwendig, aber ich weiß, dass es weh tut. Seine Arbeit muss nach Arbeit ausschauen dürfen. Unsere Arbeit darf eigentlich nicht nach Arbeit ausschauen, weil das ist ja diese Illusion, das ist diese Leichtigkeit. Genau. Dass ja, es aber natürlich genau, sehr viel Arbeit ist und dass wir genauso zum Piller gehen müssen und so weiter. Ja. Das steht auf einem anderen Blatt und das eine soll das andere nicht trüben, aber wir sind halt in der Situation. Richtig, unseres darf nie nach Arbeit ausschauen. Ja. Und deshalb, wir können bestätigen, nach so einem Abend, ja, bei einem richtig schönen Theaterabend, Unterhaltung, man fühlt sich am nächsten Tag viel wohler, man sieht sich entspannter und genau das ist wichtig. Und was mir jetzt nämlich auch immer nach dem Auftritt, immer psychisch und physisch. Ja, ich habe Kreuzweh, und nach dem Auftritt geht es mir immer besser. Das sind die Endorphine, die ausgeschüttet werden. Ja, und wirklich ein Nitter. Ja, wirklich ein Nitter. Oder wenn ich irgendwie so zwider bin, den ganzen Tag schlecht aufgeregt und auf die Nacht denkst du, Mensch, jetzt muss ich einen Auftritt noch spielen, ich will halt niemanden sehen, nichts sehen. Dann spürst und in dem Moment geht es dir dann tatsächlich besser. Das ist der Energieaustausch. Ja, und deshalb ist der Beruf für mich, kann ich nur für mich sprechen, super gesund. Also ich glaube auch, dass man die Leute abholt. Ja, manche sagen zu mir auch nach der Arbeit, ich bin schon so müde. Und ich sage auch, du komm, weil du kommst auf andere Gedanken. Ja. Ja? Und ich finde das sehe halt ich ein bisschen als meine Aufgabe, unter Anführungszeichen, ja, dass ich die Leute quasi aus ihrem Alltag raushole und sie vielleicht in eine andere Welt hineinbiebe und mit Bime und mit ihren Gedanken einfach woanders hinbringen kann. Ja? Und wenn die Leute dann kommen mit so einem Gesicht und dann mit einem Lächeln rausgehen oder mit einem Grinser, dann finde ich, haben wir was richtig gemacht. Dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht. Ja. Genau. Und der letzte Zuschauer, der jetzt noch sagt, ich gehe nicht ins Theater, ist selber schuld, weil besser kann man es nicht mehr beschreiben. Genau. Dann wünsche ich mir euch wirklich schöne Feiertage. Ihnen danke. Auf Wiedersehen. Danke.